Hallo zusammen, du bist der Krankleiter, so der Chris. Hoffen wir verstehen mich gut. Ich bin hier gerade so ein bisschen neben dem Bach am Hängen in der Ferien. Und zuerst wollte ich mich gerade mal ein bisschen entschuldigen für die letzten zwei Doom Let's Play Videos. Das dritte wird der Morgen, Folge am Sonntag. Und dort ist es so, dass die ja, vom Audio her ein bisschen suboptimal sind. Das heisst, das Audio ist ein bisschen versetzt. Und zum Teil gibt es auch fast so ein bisschen Bildaussetzer oder Verpixelungen. Ich einfach dachte, ich nehme noch schnell so viel wie möglich auf, bevor es in die Ferien geht. Dann kann ich euch auch noch etwas zeigen. Und ja, das habe ich auch gemacht, hat jetzt aber leider nicht ganz so gut funktioniert. Aber hat mich jetzt auch dazu motiviert, mal einen neuen Elgato zu kaufen. Oder HD60S habe ich mir jetzt gezogen oder eben mal bestellt. Weil ja, meine alte Elgato-Aufnahmekiste, das Böxli, ich glaube, das hat wirklich nicht mehr ganz so viel Pfupf. Und darum gibt es auch jeweils die Lampen. Und ich werde jetzt auch wieder ein Videoschnittprogramm verwenden, um das Audio ein bisschen zu synken. Vielleicht kann ich dann noch das eine oder andere Overlay drüber tun, wenn es auch nötig ist. Ja, ist wirklich wieder Zeit zurückzugehen, wie früher eben nicht mehr mit dem Sony Vegas, aber eben, ich glaube, jetzt Lightworks wird das auch gut machen, muss ich wieder noch ein bisschen reinfuchsen. Und anders bringt es gar nicht, weil ich eigentlich gehofft, dass ich mit der Elgato-Software ein zufriedenstellendes Erlebnis und auch Ergebnis auf die Beine stellen kann. Aber das ist nicht der Fall, ich vergiss das. Wenn du dort nicht selber noch ein bisschen korrigieren und anpassen, dann kommt es einfach nicht wirklich immer so raus, wie man gerne möchte. Darum ja, sorry für das. Ich hoffe, es geht dann nächste Woche ein bisschen besser weiter. Wird mir sicher Mühe geben. Der Steam Summer Sale ist jetzt auch gut am Laufen momentan, habe ich mir auch einiges gegönnt. Es gibt ja zum Teil wirklich krasse Rabatte, nicht mehr ganz so geil wie früher mit den Daily Deals, aber also man kann doch einige Games sich ziehen. Sniper Elite 3, es ist schon ein bisschen älteres Game, aber das habe ich jetzt schon ewig mal ausprobieren und habe immer gedacht, beim nächsten Sale kaufe ich mir es dann. Und jetzt habe ich tatsächlich zugeschlagen und macht also einen sehr, sehr guten Eindruck. Was nicht so einen guten Eindruck macht, ist der dritte Punkt, und das wäre auch schon der letzte von diesem Video, ist Oculus allgemein. Die sicher sind irgendetwas um rumspässeln mit meiner Bestellung. Jetzt habe ich erst gerade ein E-Mail bekommen, dass sie versuchen, meine Bestellung, sorry, es blendet gerade ein bisschen, meine Bestellung durchzuführen, irgendwie zu verarbeiten, aber ja, nein, nicht aber. Sie versuchen, meine Bestellung zu verarbeiten. Ich soll doch schauen, ob alle Daten korrekt sind. Das ist die Meldung im E-Mail. Und ja, ich meine, was soll das überhaupt? Wenn ja die Daten korrekt sind, dann schickt man nicht so ein E-Mail. Und wenn ihr ein Problem habt, dann sagt mir doch konkret, was das Problem ist. Weil ihr wisst es vielleicht noch, in der Schweiz hat man ja ursprünglich nicht bestellen können, das Oculus Rift, die finale Version. Ich weiss nicht, ob das jetzt mittlerweile geändert hat. Und ja, ein Kollege aus Deutschland macht das netterweise für mich jetzt. Und ich weiss nicht, ob das zu Problemen führt. Aber eben, wie gesagt, sagt es doch einfach, wenn ihr Lampen habt. Ich habe jetzt mal zurückgeschrieben und für mich auch ein bisschen entschieden, wenn das mit dem Oculus Rift jetzt nicht wirklich zu laufen kommt in den nächsten paar Wochen und sie gehen irgendwie so ein bisschen rumspästeln, dann werde ich das Ding einfach abstellen, weil mit dem HTC Vive habe ich eigentlich genug. Ich kann ja noch das DK2 brauchen, um im Oculus Store das exklusive Zeug zu spielen, und wenn sie dann auch mit ihren Oculus Touch Controller endlich rauskommen, ja, es ist schön sonnig hier, he? Werde ich dann vielleicht wieder auf Oculus Rift Zug aufspringen, aber bisher, hey, ist es einfach ein peinlicher am anderen, was Oculus jetzt dieses Jahr geleistet hat, und das ist eigentlich schon ein bisschen schade, wirklich. Alle anderen machen es besser als Oculus, und vielleicht sollten sie sich auch mal ein bisschen an die Nase nehmen. Aber es ist halt einfach eine Facebook-Firma. Ein interessantes Thema in dieser Hinsicht, und das wird dann sicher mal noch ein anderes Video darüber geben, ist auch die ganze Datensammlung, die ja jetzt in dem Sinn Steam oder Valve oder HTC oder Oculus oder Sony oder wer auch immer jetzt ein 3D-Headset am besten nur mit Bewegungscontroller rausbringt, kann ja extreme Menge an Informationen über einen Menschen speichern. So weit, dass du herausfinden kannst, ob der irgendwelche Gebrechen in den Armen oder Beinen hat anhand von deinen Bewegungsmustern. Weil wenn du einen Menschen vielleicht über einen Monat lang analysierst, wenn der jeden Tag 1-2 Stunden spielt, kannst du dann ein extrem gutes Profil erstellen, wie die Person eben physikalisch zu Weg ist. Und klar kann man jetzt sagen, was weiss ich mit dem machen, aber es ist eben genau das gleiche wie bei Facebook.
Man kann jetzt auch noch nicht genau sagen, was sie mit all diesen Infos machen, wo gewisse Leute dort am Posten sind. Und ja, yeah, es lohnt sich, wenn man ein bisschen vorsichtig ist. Man muss sicher nicht paranoid sein, aber sich kann schon überlegen, was der Schluss am Ende mit den Infos über einem, die gesammelt werden, gemacht werden. Bei diesen Bewegungserkennungen ist es mir jetzt im Moment noch ein bisschen gleich, aber es kann dann sein, dass ich irgendwann mal ein bisschen Werbung bekomme für irgendwelche, keine Ahnung, aktivierende Pillen, dass man ein bisschen sportlicher wird oder so. Irgend so einen Ranzenwegtrainer oder so. Ja, ja. Ich tue jetzt hier noch ein bisschen die Sonne geniessen. Die Lichtverhältnisse sind wirklich leider sehr, sehr bescheiden. Aber wieso nicht mal Two-Face spielen? Ein Gesicht ist hell und dieses dunkel. Ich wünsche euch ein schönes Weekend. Wenn ihr ein bisschen auf dem PC unterwegs seid, zieht noch unbedingt der Steam Summer Sale rein. Und vielleicht findet ihr auch das eine oder andere, was euch noch gefällt. Gute Zeit. Morgen lasse ich sicher das dritte von diesen Ferien Doom Let's Plays rauf. Und ab nächster Woche sollte ich dann wirklich ein besseres Setup am Start haben. Und kann ich dir das Video mal präsentieren? Habt's gut. Macht's gut. Alles Gute. Schönes Weekend. Schönen Samstag, schönen Sonntag. Schönen Wochenanfang für die, die sich erst am Montag reinziehen. Tschüss zusammen.